Hey Leute und willkommen zurück bei The Evil Within. Ich weiß nicht genau, ob wir jetzt auf ihn schießen müssen. Wahrscheinlich müssen wir genau das, oder? Aber er ist so oft da. Ist nur einer davon der Richtige? Kann das sein? Ja, nicht nur der. Oder aber müssen wir die Markierung hier anleuchten? Okay. Hey, das war nicht richtig. Lad nach. Ah, Mist. Woran erkenne ich ihn? Sehr gut. Wie sieht diese Welt für Sie aus? Dunkel? Okay, ich habe keine Muni mehr. Natürlich super. Ich werde mir eben mal kurz die ganze Munition holen, sofern jetzt kurz Zeit dazu ist. Sehr gut. Ja, die konnte ich nicht mitnehmen. Hilfe. Die konnte ich mitnehmen. Boah, das ist nicht leicht mit der... Oh, mit der Kamera. Sagen Sie, Kate, was sehen Sie? Nichts. So gut wie nichts. Schneller nach. Ich brauche die Munition. Ja, Hilfe. Hol dir die Muni. Wow. Es war nicht wirklich gezielt. Au. Aber wenigstens tötet er mich nicht komplett, ne? Ich brauche Munition. Ah. Ja, das Nachladen dauert leider immer so lange. Da ist er. Sehr schön. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Muni. War es das? Ne, ein bisschen Energie haben wir noch. Munition. Ah! Sehr gut. Mist. Ich weiß nicht, woran man denjenigen erkennen soll. Oder einfach nur, wenn er sich so rot zeigt. Werde ich jetzt mal darauf achten. Wieder das Bild zu Ende. Komm. Okay. Ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Nee. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ah. Nee. Ich wollte gerade sagen, immer der, der so allein rumsteht. Meine
Taschenlampe holen. Da ist er. Shit! Ah, da ist er! Mist! Wenn dieses Nachladen nicht so lange dauern würde. Ah, Mann! Und dieses Umdrehen. Ey! Na geil. Na geil. Na komm, nochmal. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie erkennen kann, ob wirklich nur einer von denen immer der Richtige ist. Ich blick da nicht so wirklich durch. Oh, der wär's gewesen. Oh. Sehr gut. Munition, Munition, Munition. Wie sieht diese Welt für Sie aus? Immer noch dunkel. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich aber wenigstens schon mal zwei Treffer einigermaßen gut gelandet. Ah, Mann. Ich muss vorher nachladen. Jetzt wird das nichts. Da muss ich echt drauf achten. Was? Ey, komm. Da man hier gar nicht so viel Munition findet, gehe ich nicht davon aus, dass wir den relativ oft treffen müssen. Ich war wahrscheinlich vorhin schon nah dran. Ist geil, dass mein Spiel hängt. Sagen Sie, Kate, was sehen Sie? Nichts. Mein Spiel hängt gerade, ihr seht es ja wahrscheinlich. Natürlich nicht so cool. Sehr gut. Jetzt rennen wir da hinten hin. Shit. Alter Falter. Kamera. Ah! Kommt mein anderes Ich? Oh. Du wirst sterben, Kit. Sie waren schon immer dumm. Okay. Das ist jetzt ein bisschen krass, ne? Oha. Warum müssen die mir dann so eine Waffe geben, die so, so langsam nachlädt? Das ist doch unmöglich. Ah, okay. Mit. Ah, hallo. Oh, das ist aber gerade mega Psycho hier, ne? Natürlich noch mit. Warum
wird es jetzt so krass. Alles klar, auf jeden Fall nachladen. Okay, ist schon. Na dann. Ein Jammer, Sie werden nie sehen, was wir erreicht haben. Zu ihm, ne? Oh! Ja, kapiert. Kapiert, kapiert. Sie glauben, sie können entkommen. Aber sie gehören uns. Ah, was? Jemine. Mhm. Okay. Ah, alles klar. Jetzt gerade übertrieben, also nicht übertrieben schwer, aber übertrieben, ich weiß nicht. Glauben, sie können entkommen, aber sie gehören uns. Ach Gott, ist noch da. Okay. Eben mal die Munition holen. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt noch weitergeht. Gott, ich danke euch für die richtige Waffe. Ich kann die Kamera übrigens gerade nicht drehen. Das ist anscheinend so gewollt. Sehen wir den Kerl jetzt endlich? Sehen wir endlich sein Gesicht? Sie glauben, sie haben gewonnen. Aber haben sie das? Sie wissen nichts. Ich bin bei ihnen. Und das werde ich jetzt immer sein. Sie kennen mich nicht. Ich bin stärker, als Sie glauben. Okay. Können wir ihn auch verschonen? Irgendwie? Anscheinend nicht, oder? Ich warte noch mal eben. Sind Sie selbstsicher genug? Selbstsicher genug, um Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen? Wie zur Hölle? Yeah.
Agent Kidman, wir übernehmen jetzt. Wie lange ist das her? 37 Minuten seit dem ersten Impuls. Wie sind wir hergekommen? Wovon reden Sie da? Warten Sie, geben Sie mir noch einen kurzen Moment. Myra, wir brauchen Sie hier. Okay, aber uns wurde gesagt, dass er einen Bericht will, sobald Sie zurück sind. Myra. Sie hatten recht. Ich habe versagt. Aber sie haben nicht mit dir gerechnet. Ich schulde dir was. Willkommen zurück in der Wirklichkeit, Sebastian. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Lass den hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Niemand tut das. WTF? Was? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos und weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir bei dem krassesten an. Myra. Myra, so hieß die Frau von Sebastian. Die Frage ist, war das jetzt tatsächlich seine Frau? Und die ist gar nicht umgekommen? Oder ist das Kind umgekommen und die Frau war einfach nur verschwunden? Ich weiß es nicht mehr. Aber die Frage ist das seine Frau oder hat er sich in seinem Leben eingebildet, dass das irgendwie die Frau wäre? Ich habe nämlich jetzt gerade im Moment echt noch Probleme, die Story der beiden DLCs der Story vom Hauptspiel zuzuordnen. Ich weiß nicht, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das Hauptspiel gespielt habe. Da war es alles auch so ein bisschen undurchsichtig, wurde nicht hundertprozentig erklärt. Wahrscheinlich ist das jetzt wieder so ein Moment, wo ich mir eigentlich gleich nach dem Aufnehmen noch eine Stunde darüber Gedanken machen muss. Und dann fällt es mir ein und dann wird mir alles klar. Aber jetzt gerade kann ich das alles noch nicht zusammenfügen. Also es ist klar, dass Kidman für Mobius gearbeitet hat. So, Myra arbeitet ja anscheinend auch für Mobius. Sofern das irgendwie die echte Myra war. Sofern es tatsächlich die von Sebastian war. Und alle hingen im Endeffekt an dem Stam-Gerät. Was ich mich ja während des Spielens schon gefragt habe. Kidman hängt da doch eigentlich auch. Warum ist sie so immun gegen diese ganzen Sachen von Ruvik? Während doch alle anderen von ihm besessen werden. Besessen werden, sagt man das so? Ich glaube ja. Und im Hauptspiel geht Leslie aus der Tür raus von der Klinik und da habe ich ja vermutet, dass es Ruvik ist. Und ich denke, mit der Theorie lag ich auch richtig, weil das würde ja zusammenpassen. Denn Kidman hat jetzt im Laufe des DLCs festgestellt, dass Ruvik von ihm Besitz ergreift. Aber wie passt das alles zusammen? Und ich habe das so verstanden, dass der Doc, also der Doc von Leslie, beziehungsweise von Ruvik, die ja erst zusammengebracht hat, also zu den Mobius-Leuten. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig, aber cool. Also der DLC hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe es ja auch schon in den Kommentaren von euch gelesen, dass viele von euch den DLC besser fanden, beziehungsweise beide DLCs jetzt als das Hauptspiel. Ich fand es jetzt gut, dass im zweiten doch noch ein bisschen Action dazu kam, also dass man schon noch ein bisschen schießen musste und so. Ich glaube, wenn so das Hauptspiel gewesen wäre, eine Mischung aus Schleichen und ja, Grusel-Horror-Atmosphäre und ein bisschen Action, dann wäre das Hauptspiel perfekt gewesen. Aber gut, ich fand ja das Hauptspiel auch in Ordnung. Die DLCs trotzdem um einiges besser, muss ich sagen. Ja, schreibt mir eure
Theorien oder was auch immer, wenn ihr wisst, wie es ist, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid, so und so ist die Story, dann schreibt mir das auch gerne, weil gerade blick ich noch nicht durch. Was hat das jetzt mit Myra zu tun? Ja, keine Ahnung. Ich bin mir da ein bisschen unsicher noch. Und es war ja die ganze Zeit, das war ja die Person, die uns auch verhört hat. Also die Kidman verhört hat, wo immer diese ganzen Einträge kamen. Und wir wissen, dass Kidman keine leichte Kindheit oder Jugend hatte, dass sie viel Mist gemacht hat. Und dann sind diese Mobius-Leute wohl irgendwie auf sie aufmerksam geworden. So habe ich das verstanden. Und dann haben sie sie auserkoren, um diesen ganzen Kram da zu machen. Und sie sollte sich bei der Polizei einschleusen? Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich finde es gerade noch verwirrend, aber auf jeden Fall sehr gut. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Und ja, jetzt am Ende gibt es auch ein anderes Ende. Kann das sein? Was passiert, wenn ich den Typen erschieße? Das ist jetzt natürlich noch die Frage, ne? Ich werde gleich auf jeden Fall mal schauen, wo der letzte Speicherpunkt war, ob ich da irgendwie die Möglichkeit habe, ihn zu erschießen und dann eventuell ein anderes Ende bekomme. Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann seht ihr das wahrscheinlich gleich im Anschluss oder ich habe es euch jetzt vorne schon reingeschnitten. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr möglich, weil die Speicherpunkte ja überschrieben werden. Zumindest die automatischen. Und dann müsste ich mal schauen. Wenn nicht, schaut natürlich auf YouTube nach. Würde ich ja dann auch tun. Gut, dann lassen wir jetzt die Credits durchlaufen. Eventuell kommt ja gleich noch was. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, für euer Feedback. Ganz, ganz großartiger DLC. Auf jeden Fall hat echt richtig viel Spaß gemacht. Schade, dass es schon vorbei ist. Aber ich sage mal, bis zum nächsten Let's Play. Tschüss! Überlebt. Abschlussbonus. Neues Spiel Plus. Das kennen wir schon. Du kannst jetzt den Modus... Ach ja, dieses superschwere. Kurayami. So, mal eben schauen. 3 Stunden 22, 36 Tode. Okay. Spiel speichern. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.